Einen schönen Nachmittag von den weltbesten MRM-CD aller Zeiten. Wir sprechen heute ein wenig über Passwörter und Passwortlisten. Das, was ihr wahrscheinlich vielleicht kennt, wenn ihr eure GPU ein bisschen beansprucht und vielleicht den einen oder anderen Hash mal begegnet seid, den ihr irgendwo im Netz aufgesammelt habt. Und was es mit diesen wunderbaren Listen auf sich hat, was ja die Listen immer wieder 2019, 2021 und ähnliches als RockYou entsprechend rausbringen. Davon erfahren wir jetzt hoffentlich einiges von Tom. Vielen herzlichen Dank. Ja, danke auch. Ja, ein Ahoi zurück aus Berlin nach Darmstadt. Ich wäre auch gerne auf dem weltbesten MRM-CD gewesen und bin auch lieber oder stehe auch viel lieber vorne und sehe, mit wem ich rede und kann ja noch mal anders reagieren. Ja, bis jetzt hat es auch so geklappt, aber das bestimmte Gefühl fehlt natürlich dabei. Ja, was habe ich euch mitgebracht? RockYou. Wie bin ich darauf gekommen? Es gab ja in den letzten Jahren mehrere RockYous. Ich denke, die erste Version von 2009, die kennt nahezu jeder, zumindest vom Namen her, vielleicht noch nicht reingeschaut. Da liest sie jetzt auch nicht so spannend. Vor ein paar Jahren, 2021, kam die nächste Variante raus und dann jetzt dieses Jahr wieder eine. Und wir haben auch so im Kollegenkreis darüber geredet, ja, was bringt das eigentlich? Und haben wir da mal so ein bisschen reingeschaut und dachte ich, das wäre doch mal was für einen Talk, schau doch mal etwas intensiver rein, mal gucken, wie weit du überhaupt kommst, ne, mit einem MacBook, ne, das ist so meine Ausrüstung hier zu Hause, weil wenn man die Dateigrößen sieht, da gehört schon ein bisschen was dazu, da macht auch mal die Hardware schnell schlapp. Ja. Deswegen, dem sind Grenzen gesetzt. Ich konnte also nicht alles machen. Also irgendwo hätte ich dann doch einen etwas größeren wassergekühlten Rechner oder irgend sowas gebraucht. Gut, ja, legen wir mal los. Einen kleinen Disclaimer, den mache ich immer vorweg, wenn ich auch ein bisschen was mit Passwort-Cracking zeige. Wie ihr wisst, dürft ihr das nur für euch selber machen, sonst begeht ihr eine Straftat. Ich denke, den habt ihr auch schon oft genug gesehen, also legen wir los. Die Wörterbücher. Bevor ich überhaupt irgendetwas gemacht habe, habe ich die erstmal verglichen. Ja, hab mal reingeschaut, beziehungsweise gezählt, ne, Größe, ne, was wiegt so ein Ding und so weiter. Also die RockYou von 2009, die Originale, hat 14 Millionen Einträge und da sieht man schon die Sprünge, ne, bei den nächsten 8,5 Milliarden bei der 21er und fast 10 Milliarden bei der 24er. Auch die Größen sind entsprechend gewachsen, ne, von 133 MB, das kriegst du noch auf irgendeinen kleinen Stick drauf. Bei 92 GB wird schon mehr, bei 146, ja, gerade wenn du die bearbeiten möchtest, brauchst du ein bisschen Hauptspeicher. Was mir aufgefallen ist, ich habe dann auch mal gezählt, ja, wie viel im Durchschnitt jetzt, wie viel Zeichen pro Passwort, also pro Zeile gibt es denn? Und da kann man sehen, das wächst, da gucken wir uns gleich noch eine Grafik an. Wenn ich die Originale auch vergleiche, ich habe da einfach mal einen Pfeil drüber laufen lassen, ne, dann sagt er mir bei dem ersten, das ist UTF-8-Text. Bei 21er hat er ASCII-Text erkannt, wobei das auch nicht unbedingt stimmt. Und beim dritten sagt er, beim 24er ist es Data. Dementsprechend hat er beim letzten auch keine Zeilenendung und bei dem 21er hat er gemischt und bei dem 2009er war das ganz normal LF von Unix. So, das könnte hier und da vielleicht auch schon mal zu Problemen führen. Deswegen habe ich dann auch so eine Normalisierung gemacht. Erst nochmal der grafische Vergleich. Mal gucken, ob das jetzt auch hier so klappt. Da kann man ein bisschen reinschauen. Ja, sieht doch gut aus. Also schon, ne, eine gigantische Steigerung. Den Strich oder den Balken, eigentlich ist ja ein Balken da unten, bei dem 2009er sieht man kaum. Also es ist eine irre Menge an Passwörtern, die dort drin sind. Dateigröße ist ähnlich. Von 0,133 GB nachher auf die 146 springt genauso hoch. Anzahl Zeichen, das ist das. Da sieht man, das ist recht linear gestiegen, aber eben auch gestiegen. Warum auch immer. Wir werden es daher so ein bisschen erfahren. Und hier habe ich mal etwas gemacht, aber ich einfach mal ausgerechnet, damit man mal diese Größe ein bisschen besser greifen kann. Wie lange würde es dauern, wenn ich mir
Aber wenn ich in der Lage bin, mir 50 Zeilen pro Sekunde anzuschauen, ja, also ich mache das, was ich mit dem Less, drücke mal immer auf die Leertaste, nächste Seite, und ich schaffe 50 Zeilen in einer Sekunde, wie lange würde es dauern? In Tagen. Und bei dem Rock You 2009, selbst bei dem wird es 3 Tage dauern. Bei dem 21er schon fast 2000 und bei dem 24er 2300 Tage. So, also ich glaube, das erklärt sich dann von selbst, dass gerade die letzteren beiden nicht so unbedingt gut für eine manuelle Analyse geeignet sind, ne? Da muss man sich was ausdenken. So, die Passwörter selber. Dann habe ich mal ein bisschen reingeschaut, also habe auch noch gar nicht großartig angefangen. Erstmal dachte ich mal, ach, guck doch mal rein, ne? Was du so gucken kannst. Und zwar habe ich dann mit jeder von diesen drei Varianten, also ein Head gemacht, ein Tail gemacht, also die ersten fünf angeschaut, die letzten fünf angeschaut und auch hier irgendwo was dazwischen, ne? Ich habe mir so da 5 Datensätze beziehungsweise Zeilen rausgesucht, die mehr oder weniger am Anfang noch waren und dann nochmal 5, die mehr oder weniger am Ende waren. Und wollte mal gucken, wie sehen die Passwörter denn aus, die da drinne sind. Ja, bei den 2009er, was man hier so sieht, eigentlich recht normal, ne? Also nichts Ungewöhnliches. So, bei dem 21er, finde ich, sieht schon ein bisschen komischer aus. Also gerade der Tail, der mir da lauter Tildezeichen zeigt, die sich nur in der Anzahl unterscheiden. Und ja, manchmal sieht man es auch nicht, vielleicht noch Leerzeichen dahinter sind. Beim Head lauter Fragezeichen, auch noch mit Backslash und so. Sieht für mich schon ein bisschen komischer aus. Und wenn ich mir die 24er anschaue, bei dem Head, die ersten beiden, das sind einfach nur Leerzeichen unterschiedlicher Anzahl. Und bei, ja, wenn wir mehr ans Ende gehen, dann sieht man, da sind irgendwelche Unicode-Zeichen drin, die er gar nicht so versteht. Ob das denn tatsächlich Passwörter sind, ist noch ein bisschen fraglich. Und bei den Tail-5, da sieht man hier eigentlich auch ganz schön, da sind E-Mail-Adressen drin. Und was ich auch noch gefunden habe, das kann ich mal so ein bisschen vorwegnehmen, E-Mail-Adressen, URLs und HTTP-Source-Code-Zeilen stehen da auch drin. Ob das wirklich als Passwort, Passphrase benutzt wurde, wage ich zu bezweifeln. Also auch meine Kollegen meinen auch, das hat da einfach einer mal reingepackt, um das Ding ein bisschen aufzupusten. So, damit halt, da bin ich. Dann, oder ich wollte dann die ganzen Dinger ein bisschen aufräumen, dachte, damit man damit auch vernünftig arbeiten kann. Ich hätte gerne ASCII. Was mache ich als erstes? Ich entferne erstmal alle Zeilen, also das bedeutet Passwörter, in denen ein oder mehr Nicht-ASCII-Zeichen enthalten sind. Die werden komplett rausgeschmissen. Die Arbeit, sich dann zu machen, ja, was ist das, und noch weiter zu analysieren, die hatte ich mir gespart. Ich dachte, die fliegen einfach raus. Das war, oder dazu musste ich mir ein eigenes Skript schreiben, ne? Das war also mit den vorhandenen Bordmitteln so nicht möglich, hat nicht so funktioniert. Aber das Skript, das war ein Python-Skript, das war gar nicht so schwierig. Ich habe ChatGPT gesagt, schreib mir mal ein Skript, mit dem man solche Zeilen entfernen kann. Das war nicht ganz perfekt, aber die Anpassung hat 5 Minuten oder so, 10 Minuten gedauert und dann hatte ich ein Skript, mit dem ich arbeiten konnte. Ich habe danach, nachdem ich das quasi bereinigt hatte, alles ASCII hatte, dann aufgeteilt in 3 Teile. Ich habe also diese riesen Datenbank genommen, dieses riesen Dictionary und alles rausgeschrieben, was weniger als 8 Stellen hatte, also bis 7. Alles, was genau 8 Stellen hatte und alles, was über 8 Stellen hatte, sprich 9 plus mehr. Ja. Und da wir hier gleich so einen kleinen Test machen mit Deshashen, habe ich dann nochmal eine weitere Version erstellt. Ich habe die genommen, die 9, also 9 oder größer sind, habe ich gecuttet. Das heißt also, alles, was größer war als 8, habe ich weggeschnitten und habe das dann zusammengestellt in einer Variante, die Combined Cars bedeutet, hieß, oder die Combined Cars genannt habe.
Das habe ich natürlich nicht nur gecuttet, sondern ich habe danach die beiden zusammengeführt, sortiert, die doppelten rausgeschmissen, damit ich wirklich die nur einmal drin hatte, um auch nachher die Laufzeit zu verringern. Die größeren Wörterbücher musste ich dann in Teile zerlegen, weil die so groß waren, dass da die Rechenleistung nicht mehr ausgereicht hätte, um diese Schnittmengenbestimmung zu machen. Also mit Schnittmengenbestimmung bedeutet, ich wollte einfach mal sehen, wie viele von den 2009er sind denn in 21er oder 22, 24er drin. Und die Größe 92 GB oder 146 ist ein bisschen groß. Ich habe jetzt schon einen guten MacBook hier stehen, aber damit kann man auch nicht klar. Ne? Also muss ich das ein bisschen kleiner machen. Beim Kleinermachen, wenn man das macht, muss man bedenken, also das übliche Split arbeitet oder meistens arbeitet man ja mit Größen, dass man sagt, mach mir daraus Teile, die 1 GB groß sind oder wie auch immer. Das würde hier nicht funktionieren, weil das Gigabyte kann natürlich genau in einer Zeile zu Ende sein und dann habe ich das Passwort in der Mitte oder wo auch immer durchgeschnitten. Also muss ich ihm sagen, mach da einen Split nach Zeilen, so und so viele Zeilen. Das dauert dann vielleicht auch ein bisschen länger und ich gebe euch auch noch, zeige euch auch gleich mal die Zeiten, wie lange das Ganze so gedauert hat. So sieht es aber, sah es denn aus nach dem Aufräumen und man kann an den Zeiten schon erkennen und ich habe einiges mehrfach gemacht, also das hat ein paar Tage gedauert, da war ich gut mit beschäftigt. Das Grüne hier oben, das sind die Originalwerte, ne? Also Anzahl Passwörter oder Zeilen und die Größe. Dann habe ich daraus ASCII gemacht, das hat nur 36 Sekunden gedauert mit dem Skript bei der 2009er Version. Bei der 21er Version hat das schon 2 Stunden 40 gedauert und bei der 24er Version hat das fast 5 Stunden gedauert, um da echtes ASCII rauszumachen, also sprich die ganzen Nicht-ASCII-Zeilen rauszuschmeißen. Dieses Combined 8-Cast, was ich eben erwähnt habe, also wo ich dann die alles, was größer war als 8, nochmal gecuttet habe, mit den anderen kombiniert habe, ne, nochmal sortiert, Unique, also alle Doppelten rausgeschmissen habe. Um das zu erstellen, das hat ungefähr 12 Sekunden gedauert. Bei den 21ern hat es 2,5 Stunden gedauert und bei dem 24er hat das über 3 Stunden gedauert. Ihr seht darunter die Gesamtzeiten, also bei dem 2009er paar Sekunden, ist lächerlich, da brauchen wir nicht drüber reden. Beim 21er habe ich schon 5 Stunden investiert, bei dem anderen über 8 Stunden. Und da ist die ganze weitere Vorbereitungszeit, Skript schreiben und was man das nochmal testet und funktioniert das auch noch gar nicht so mit dabei. Ja, was war das Ergebnis? Bei dem 2009er seht ihr, da sind nur, ja, wenn ich es so hier sehe, 14.000 ungefähr rausgeflogen. Gar nicht mal so viel. Bei dem 21er sind es jetzt auch nicht so wahnsinnig viel und bei dem 24 vielleicht ein paar mehr, aber alles nur überschaubar. Also so viele Nicht-ASCII-Zeichen waren da gar nicht drin. Ne, aber ich habe halt den Effekt, das sehen wir hier unten, File-Type, wenn ich das nochmal gemacht habe, es war jetzt wirklich alles ASCII-Text. Und ich habe überall, das habe ich gleich mit dem Skript mitgemacht, auch die Zeilen, das Zeilenende in LF geändert. Ja. So, bei diesen kombinierten Combined LKs, da sieht man, das ist dann nachher sogar nur noch die Hälfte. Bei dem ist es knapp ein Drittel, ne, mit 2,3 Milliarden. Und bei dem 24er, ich habe die Maus wieder an der falschen Stelle gehabt, bei dem 24er ja auch ungefähr auf ein Drittel reduziert. So, das liegt jetzt natürlich daran, wenn man jetzt die beiden Zahlen anguckt, warum ist das jetzt nur die Hälfte oder da nur ein Drittel? Der erste Teil ist ja wirklich alles drin, von ein bis wie viel auch immer da drin sind Zeichen. Hier, bei dem zweiten, das sind wirklich nur 8 Zeichen. Ja. Und das heißt also, der erste Teil ist rausgeflogen, also alles, was kleiner ist als 8, alles, was größer ist als 8, ist rausgeflogen und dann die 8 sind noch ein bisschen
ja auch noch reduziert dadurch, dass die Dubletten rausgeflogen sind, wobei es immer noch mehr wären, als wenn ich nur die hätte. Und dadurch habe ich diese Reduktion. Ja. So, die Größe. Ich habe sie da oben leider nur in B angegeben, nicht ganz genau. Also ist ein bisschen kleiner geworden dann in der ersten Variante. Und hier sieht man auch ungefähr die Hälfte. Also das verhält sich einigermaßen proportional zu der Anzahl der Zeilen. Kommt so ungefähr hin. So, das Ganze habe ich dann auch mal ein bisschen visualisiert, dass man mal sieht, wie sieht das aus. Ich glaube, dann kann man sich das ein bisschen besser vorstellen. Wir haben ja wieder die 2009er Version, etwas über 6 Milliarden, 6 Millionen, genau, 6 Billionen, fast nicht ganz 50%, haben über 8 Zeichen, ungefähr ein Drittel hat weniger als 8 Zeichen und nur 21% haben genau 8 Zeichen. Ja, das ist gerade dann interessant, wenn man natürlich solche Datenbanken, solche Dictionaries nutzt für Passwortangriffe und man die Policy kennt und weiß, ja, das sind mindestens 8 oder genau 8, dann kann ich ja genau das Set nehmen, was ich brauche und muss die anderen nicht ausprobieren. Die führen dann eh nicht zum Erfolg. Ja. Die Passwortlängen in 21, da sieht es schon ein bisschen anders aus. Also da habe ich fast 75, 74%, die über 8 Zeichen haben. Also die dominieren da extrem. Und genau 8, ne, das Blaue, das sind gerade mal 15%. Und die anderen 11, das ist alles, was kleiner ist. Also bei den 21er sieht man, da sind viele Sachen eingeflossen mit über 8 Zeichen. Wir wissen jetzt noch nicht, ob das alles Passwörter sind oder eben, wie ich eben schon sagte, was man so entdeckt hat, E-Mail-Adressen oder sonst was, und das ist zu vermuten. Und die 24er, na, kein jetzt wahnsinniger Unterschied zu der 21er, noch ein bisschen mehr, also 77 statt 74, hier ist ein bisschen weniger bei den Grünen, 10%, und 13 bei denen, die genau 8 Zeichen haben. Das sind auch den Mengen, ne, 1,2 Milliarden hier bei dem Blauen, mit dem man dann auch ein bisschen arbeiten kann. So, und dann habe ich noch einmal verglichen diese Combined 8 Cars, also da, wo ich gesagt habe, ich nehme alle, die ich schon habe mit 8, alle, die über 8 Zeichen haben, reduziere die auf 8, pack die alle zusammen. Ja. Und wenn ich das jetzt mit allen drei Varianten so mache, wie sieht das denn eigentlich aus? Wie viele habe ich dann? Ne? Das heißt also, ich habe die, oder wenn ich alles, ja, oder erstmal hier angefangen, mit dem Größen, Grau, das ist 24er. 3,1 Milliarden habe ich da rausbekommen, also ungefähr ein Drittel, die genau 8 dann haben. 2,3 Milliarden bei den 21er und nur so ein paar Millionen, 7,4 Millionen, das war ja die Hälfte. Wir haben ja vorhin das in der Übersicht schon gesehen bei dem 2009er. Und dann habe ich mir gedacht, was passiert jetzt eigentlich, wenn ich die alle zusammenpacke und dann nochmal eben ja, einen Sort mache und einen Unique drüber laufen lasse, also sprich die Dubletten rausschmeiße. Was passiert dann? Und da war ich ein bisschen überrascht, weil wenn ihr die Zahl seht, das ist hier die größte, das Graue, ne, das größte von dem 24er. Und das ist, wenn ich alle zusammenpacke, wie viele unterschiedliche habe ich da? Das sind nur ein paar hunderttausend mehr. Nicht mal ein paar hunderttausend, nee, sind es noch nicht mal. 40.000, 35.000, ne? 45.000 sind es nur mehr. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich hätte schon gedacht, da kommt ein bisschen mehr bei raus. Aber das lässt mich jetzt doch sehr stark vermuten, dass die kleineren in den größeren immer mehr oder weniger enthalten sind. Bei dem 2009er konnte ich es machen, konnte ich es testen. Bei den anderen beiden, ich konnte jetzt nicht testen, wie viel Prozent von dem 21er ist im 24er drin. Da reicht die Kapazität ja nicht aus. Da hätte ich so viel splitten und laufen lassen müssen, das hätte Wochen gedauert. Und da habe ich gesagt, nee, das muss jetzt nicht sein. Nur wenn ich das hier sehe, dann ist die Schlussfolgerung sehr, oder ist das sehr naheliegend,
dass die 21er auch nahezu vollständig bis vielleicht ein paar Prozentchen auf in der 24er enthalten ist. So, dann habe ich mal geschaut, die 2009er. Ist die komplett enthalten in den anderen oder nur teilweise? Und ich hätte eigentlich gedacht, ist alles enthalten, aber es war nur teilweise, aber zum größten Teil. Es gab immer noch so 1%, der nicht included war. Das war jetzt mit der Frage 2009 und 2021. Und das Gleiche habe ich natürlich gemacht mit 2009 und 2024. Und da kam auch nur 1% raus. Und ich habe mir mal den Rest angeschaut, was da so überblieb. Und das waren dann tatsächlich solche komischen Sachen wie E-Mail-Adressen, URLs, ja, Zeilen aus dem HTTP-Quelltext. Also kaum wirklich echte Passwörter. Es waren ein paar dabei, aber der überwiegende Teil waren irgendwie mit Copy und Paste solche Sachen da drin. So, nachdem wir dann jetzt die ganze Vorbereitung haben, stellt man sich natürlich die Frage, ja, bringt das denn jetzt was, wenn ich das jetzt so vorbereite, ASCII draus mache, noch ein bisschen so zusammenpasse? Und die Frage kann man am besten beantworten, indem man es mal tatsächlich macht. Ne? Und das habe ich dann mit Hashen gemacht, die ich hatte. Das sind DES-Hashe. Ja, DES ist schon ein bisschen älter, hat aber auch den charmanten Vorteil, man kann es relativ gut nachvollziehen und DES, finde ich, ist für Erklärungs- und Trainingszwecke immer sehr gut geeignet. Das ist nicht ganz so verwirrend vielleicht wie andere Hashe, na, wo man genau hinschauen muss, wo habe ich denn jetzt was stehen. Bevor wir starten, ich zeige gleich mal das Ding, was ich da benutzt habe, sollte man sich immer darüber im Klaren sein, wenn man sowas macht, Passwort-Cracking. Es gibt drei Möglichkeiten. So banal das auch klingt, ne, da sollte man sich immer drüber im Klaren sein. Die erste Möglichkeit ist, ich finde das gesuchte Passwort im allerersten Versuch. Zweite Möglichkeit ist, ich finde es im allerletzten Versuch. Beides nicht sehr wahrscheinlich. Und die Wahrheit ist, das ist die dritte Möglichkeit, es liegt irgendwo dazwischen. Und das ist so dann meistens der Fall. Wenn ich jetzt also Passwort-Cracking mache, also jetzt ist auch absolut egal, mit welchen Hashen ich das mache, aber wenn ich jetzt entweder ein einzelnes habe, wo es ein bisschen schwierig ist, aber wenn ich eine Hash-Datenbank, Hash-Tabelle, Hash-Datei habe, also mit vielen Hashen, so wie wir haben, mit 5000, dann kann ich ein bisschen anders und ein bisschen geschickter vorgehen. Geschickter insofern, dass ich versuche, doch das Wahrscheinliche nach vorne zu ziehen. Ne? Das heißt, die Gesamtlaufzeit reduziere ich nicht, aber ich schaffe mehr am Anfang. Das ist eigentlich das, was ich möchte. Und wenn man jetzt sich die anschaut, ne, die normale Wahrscheinlichkeit, man geht immer von einer Gleichverteilung aus, also nicht verwechseln mit einer Normalverteilung. Ich glaube, hier brauche ich das nicht erklären, aber ich habe schon Vorstände gehört, die das verwechselt haben. Und man sagt immer, das ist denn eine Gleichverteilung, da wäre die durchschnittliche Crackdauer, Gesamtcrackzeit geteilt durch 2. Kann man so machen, passt aber nicht ganz, ne, weil ich eben gewisse Wahrscheinlichkeiten in den Zeichen habe. So, wie sieht die Hash-Datei aus? Genau so, ich habe da einen Username davor. Der ist natürlich hier jetzt einfach nur durchnummeriert und danach kommt ein Doppelpunkt. Das ist das Trennzeichen, dass dann der Hash kommt. Und der Hash, habe ich euch hier nochmal markiert, der besteht aus 13 Zeichen. Die ersten beiden sind ein Salt oder das Salt und der eigentliche Hash sind die verbleibenden 11 Zeichen. So ist das ganze Ding aufgebaut. Und ja, vielleicht noch ein paar Worte zu DES selber. Das ist ziemlich alt, Anfang der 70er entwickelt worden. Und was ich so bemerkenswert an den DES fand, ist, man hat später einige andere Methoden entwickelt und nicht nur Hash-Verfahren, sondern auch Angriffsverfahren. Und in den 90ern, 1991, ist eine Methode veröffentlicht worden der differenziellen Kryptoanalyse. Und dann hat man das natürlich auch ausprobiert mit dem DES und hat festgestellt, dass DES dagegen resistent war. Und wenn man genau reingeguckt hat, ja, das
war nur resistent, weil da eine bestimmte Konfiguration gewählt wurde. Man hätte auch andere wählen können. Und es gab dann wohl mal die Gelegenheit, mit den Entwicklern von DES reden zu können und hat denen gesagt, Mensch, da habt ihr ja zufällig die richtige Konfiguration verwendet, sodass es auch gegen Kryptoanalyse resistent war. Und da war so die Antwort sinngemäß, zufällig? Nein, ihr habt nur lange gebraucht, um die differenzielle Kryptoanalyse zu entdecken. Also die waren quasi ihrer Zeit doch schon weit voraus. Und es gab ja auch mal diesen Hickhack mit der Schlüssellänge. DES hat eine Schlüssellänge von 56. Wie kommt das? Die Entwickler wollten 64, die NSA wollte 48 und dann hat man sich in der Mitte geeinigt. Theoretisch, ich weiß es nicht, aber theoretisch müsste das sogar kollisionsresistent sein, weil so ein DES-Hash hat nur genau 8 Zeichen. Das habe ich euch hier unten mal mitgebracht. Wenn ihr mit dem gleichen Sort, dann habe ich auch den gleichen String, ein Hash bilde auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und ich mache das gleiche mit einer 9 dahinter, dann kommt trotzdem das gleiche raus. Ja, und das dürfte ja eigentlich nicht sein. Das liegt eben daran, dass die 9 abgeschnitten wird. Also alles, was länger ist als 8 Zeichen, wird abgeschnitten und nur der verbleibende Rest wird gedeshashed. Ja? Und deswegen ist das identisch und deswegen, das ist auch einer der Nachteile von DES. Gut, so, damit man mal sieht, wie läuft das Ganze und wie funktioniert das, habe ich jetzt mehrere Varianten mitgebracht. Ich denke, wir machen jetzt erstmal mit dem John. Das heißt, ich lasse hier den John laufen mit dem normalen RockYou, also noch keinem angepassten, mit dem normalen RockYou Passwort Dictionary, ne, gegen diese 5000 Hashe. Und vielleicht noch ein Wort zu den Hashen. Das waren mal echte. Ne? Das heißt also, die sind also nicht maschinell, oder beziehungsweise die Passwörter, die die Hashe darstellen, sind nicht generiert oder sowas, sondern das sind damals echte Passwörter gewesen. Und da, wo die verwendet wurden, galt die Passwort-Policy alles nur Kleinbuchstaben und Digits, mehr nicht. Also der Zeichensatz mit 36 Zeichen pro Stelle war da sehr überschaubar. Und DES hat das Ganze noch auf 8 limitiert. Das heißt also, wenn man diese Informationen hat, dann kann man dann natürlich den Angriff, das Cracken auch so optimieren, dass man überflüssige Sachen nach Möglichkeit nicht macht. Und das heißt, deswegen ist der auch recht fix dabei. Wenn es auch noch Großbuchstaben wären, wäre es schwieriger, würde deutlich länger laufen. Und deswegen kann ich hier jetzt euch mal den kompletten Angriff quasi, beziehungsweise... Ja, denn das läuft hier gleich. Ich starte noch nicht. Ich starte gleich. Und die Geschwindigkeit, die ihr gleich seht, das ist nicht Fast Forward, das ist Real-Time. Das ist also die echte Geschwindigkeit. Okay. Halt. Da wieder zurück. Jetzt. So, jetzt müsstet ihr aber sehen. Ja. Also das ist die echte Geschwindigkeit. Nichts getürkt. Der läuft jetzt einfach so durch und das Besondere eben ist, es ist einfach nur ein Dictionary genommen, was es im Internet gibt und es gibt diese Hash-Datei von echten Passwörtern, die es einfach so gibt und die sind beide halt schon 20 Jahre alt oder fast und die lasse ich hier einfach nur gegeneinander los, mehr mache ich gar nicht. Wir gönnen uns jetzt mal, dass bis er zum Ende durchläuft. Das ist ja der Vorteil bei einer Wörterbuchattacke. Die ist endlich, die hört irgendwann auf. Und das Ganze habe ich gemacht, da habe ich so einen Docker-Container für erstellt. Das läuft also auch noch im Docker-Container, also gar nicht mal direkt auf der Kiste. So, da hat das. Kommen noch 2, 3 dazu und ist aber fertig. Ja. Das war's. 2010 konnte man eben sehen. 2010, einige sind doppelt und dadurch hat er 2059 Passwörter
gecrackt in, ich habe die Zeit gar nicht mehr gesehen, wenigen Sekunden. Die Übersicht sehen wir aber gleich. Ich habe das dann mal in eine Tabelle draus gemacht. Ich habe das dann mit den anderen. Wir schauen uns einfach nur eine Tabelle an. Ich wollte euch jetzt nicht dies hier dreimal zeigen. Das ist, glaube ich, dann auch ein bisschen langweilig. Ich habe das auch gemacht mit dem ASCII, mit der ASCII-Variante, die ich erstellt habe, und mit diesem Combined 8 Cars. Und das Ergebnis war dann immer das gleiche. So, ich habe das Ganze mit Hashcat gemacht. Wie ich ja erwähnt habe, habe ich hier ein MacBook und ich habe früher einen ganz normalen Lenovo mit einem, was hatte ich drauf? Ich glaube, Linux Mint und auch mal ein Windows. Und da brauchte ich Hashcat gar nicht zu versuchen. Ich hatte mal so einen Desktop-Rechner, da habe ich mir eine Grafikkarte eingebaut, damit ging das. Und dann kam mir aber hier auf die Idee, auch, probier doch mal Hashcat aus. Ne? Da sollte doch beim Mac sogar ein bisschen besser funktionieren. Und so war es auch tatsächlich, war ich ein bisschen überrascht und habe das Ganze jetzt auch mal mit dem Hashcat gemacht. Das heißt, ich mache jetzt genau das Gleiche, nehme also auch wieder die RockYou 2009 oder das RockYou 2009 Wörterbuch und lasse das gegen diese Hashe laufen und dann gucken wir mal, wie lange das da dauert, was er da braucht. Das sieht jetzt ein bisschen langsamer aus. Ich glaube, beim anderen eben waren es ungefähr eine Minute. Das war schon. 20 Sekunden hat er gebraucht, um da durchzurattern. Also unter Mac lohnt sich auch wieder ein Hashcat, habe ich gelernt. Da hat er nicht ganz so viel gefunden. Ja, das, also der John, der macht da, glaube ich, noch so ein paar interne Mängeling-Dinge mehr als Hashcat. So, das will ich euch jetzt nicht bei jedem einzeln zeigen. Bei einigen dauert es ja auch ein paar Stunden. Das wäre jetzt so ein bisschen zu viel des Guten. So, das habe ich dreimal. Aber hier ist die Ergebnisliste, dass man mal sieht, was ist denn da eigentlich bei rausgekommen. Also mit dem Original-Wörterbuch. Maus ist wieder nicht sichtbar. Ich mache mal den Laserpointer. Ich glaube, das ist besser. Ja, ist besser. Mit dem Original-Wörterbuch habe ich, also jetzt, wenn ich nur auf die 2009er-Variante schaue, 2059 rausbekommen. Das habe ich aber auch, Entschuldigung, habe ich aber auch mit dem ASCII reduzierten und auch mit dem Combined. Also habe ich nichts gewonnen. Das Einzige, was ich gewonnen habe, ist, wenn ich auf die Zeiten schaue, im letzten Fall ein paar Sekunden. Ja, ist das etwas schneller geworden. Da im Prozent, naja, vielleicht 40% schneller. Mit der 21er oder mit dem 21er Wörterbuch sieht man auch, Anzahl der Passwörter, die ich da gefunden habe, hat sich nicht verändert über die drei Wörterbucharten. Ja, aber die Zeiten haben sich verändert. Fast 3,5 Stunden, hier auch fast 3,5 Stunden und da sind es noch knapp 2,5 Stunden. Das heißt, dieses Combined hat dann schon ein bisschen geholfen, um dann eine Stunde zu reduzieren. Mit dem 24er hat es noch ein bisschen länger gedauert, sind nur 5 mehr, also statt 3.924 sind es 3.929, dafür auch fast 4,5 Stunden bei den ersten beiden und etwas über 3 Stunden bei der letzten. Das gleiche mit dem Hashcat, da war dann erstaunlicherweise bei den ersten nur diese 1.905 und erst wenn ich diese Combined-Version beim Hashcat genommen habe, da kam ich dann auch auf die gleiche Anzahl gecrackter Passwörter wie vor bei dem John. Mit dem Unterschied in deutlich besserer Zeit. Ihr habt gesehen, in dem Video eben waren es 20 Sekunden. Hier beim einen Versuch, den ich hatte, waren es 22. Das pendelt immer so ein bisschen. Auch bei den 21er mit dem Hashcat, das waren erst weniger. Und erst mit der Combined-Version hat er das erreicht, was vorher der John geschafft hat. Aber auch hier fast in einer Stunde weniger. Also der Hashcat unter Mac macht da schon viel Sinn.
Genau das gleiche hier, auch deutlich schneller über eine Stunde Zeit gewinnen. So, wenn ich jetzt nur die Zahlen sehe, da habe ich jetzt keine Prozente zu, aber wenn ich davon ausgehe, das sind ja 5000, dann habe ich also in den, also mit RockYou, mit der 21er und mit der 24er Version knapp 80% geschafft. Und ich habe nur Wörterbuchattacke gemacht bis hierhin. Ich habe ja noch keinen Brute Force gemacht. Ja. Wenn ich das noch mache und da müsste ich gleich mal auf die Zeit schauen, könnte man vielleicht noch, ups, halt, ich muss jetzt mal wieder den, ja, genau, wenn ich noch Brute Force mache, dann kommen noch mal einige mit dazu und ganz auf 5, ja, also alle kriege ich auch hin, dauert es halt ein paar Tage, aber ich finde schon bemerkenswert, in welcher geringen Zeit man da doch was rausbekommt. Okay, Einschränkung, nur Lowercase und nur Digits. Das ist natürlich heutzutage, macht das keiner mehr. Gut, jetzt habe ich hier nochmal die Bearbeitungszeit genommen, die die Vorbereitung gebraucht hat. Wobei, hier meine ich jetzt nicht das Üben, Testen, Ausprobieren, sondern das, was wir auf der ersten Tabelle gesehen haben, die Zeit, die Gesamtzeit, die wir da gebraucht haben. Und wenn man die Zeit sieht, die müsste man dann eventuell nochmal investieren, um nachher diese ein, zwei Stunden da zu sparen, dann ist es fraglich, ob sich das lohnt. Fraglich deswegen, weil wenn ich das nur einmal mache, dann lohnt sich es bestimmt nicht. Bin ich aber jemand, der das ständig macht, dann lohnt sich das vielleicht schon, weil dann spare ich doch ein bisschen was an Zeit mit und komme auf das gleiche Ergebnis. So, ja, was ist so die Erkenntnis? Also mit den neuen Wörterbüchern habe ich fast doppelt so viel aufgedeckt. Ja, also nur durch Dictionary. Das ist schon ein guter Erfolg. Es hat einen Mehraufwand gebraucht, 3,5 Stunden bei der 21er, 4,5 bei der 24er. Aber wir reden hier eigentlich von Stunden. Ne? Selbst wenn ich sage, ich würde einen Tag in der Vorbereitung brauchen, ich mache das ja professionell, beruflich, wie auch immer, ne? Dann lohnt sich sowas natürlich. Und dann finde ich diesen Mehraufwand jetzt nicht so wahnsinnig. Ne? Das darf man nicht so 1:1 rechnen. Und denn eine Verdopplung ist schon ganz gut. Ich habe das mal an anderer Stelle getestet mit dem John. Also das war das erste Video, was wir da laufen lassen haben. Mit dem John durchlaufen lassen. Da kam ich ja auf diese 2059 nachher insgesamt und habe danach einfach einen Brute Force gemacht. Und beim John kann ich auch noch ein Character Set erstellen. Das heißt, ich habe ja schon viel gefunden, mache dann ein Make-Care-Set. Also erstelle aus dem, was ich habe, ein neues Character-Set und dann legt er nochmal richtig los. Das heißt, dadurch habe ich die Wahrscheinlichkeit, am Anfang mehr zu finden als am Ende nochmal ein bisschen erhöht. Und wenn ich den John so 4 Stunden durchlaufen lasse nochmal mit der Brute Force, komme ich auf fast ähnliche Werte. Ja. Das wäre also dann die Alternative, das einfach mal durchlaufen zu lassen. Ich habe es da unten auch mal aufgeschrieben, da habe ich wirklich die Uhrzeit genau gestoppt und da seht ihr 3924 und mit dem John bin ich auf 3860 gekommen. Das sind jetzt nur 64 Unterschied, ne, also fast erreicht. Also ein paar Minuten länger laufen lassen und man muss ja bedenken, das ganze Scripting und alles, was ich davor gemacht habe, was man jetzt nicht so gemessen hat an Zeit, ne, wäre ich mit der zusätzlichen Brute Force in diesem Beispiel auf das gleiche Ergebnis gekommen. Und ich glaube, das muss man auch betonen in diesem Beispiel. Nützt die 21er oder 24er Version was? Naja, es kommt drauf an. Wenn man da mal reinschaut und ein bisschen so durchblättert oder sich vielleicht mal so ein Skript schreibt, das habe ich jetzt hier nicht gemacht, mal alle raussucht, alle Zeilen, die länger als zum Beispiel 20 Zeichen sind,
Ich glaube, da wird man Überraschungen finden, nämlich solche URLs und so weiter. Da kann man natürlich nichts mit anfangen. Und die könnte man nochmal analysieren, vielleicht auch nochmal rausschmeißen. Und dann kommt man auf ein bisschen kompakteres und brauchbares Wörterbuch. Ansonsten finde ich, die Qualität von dem ursprünglich ist natürlich deutlich besser, weil das ja aus dem Leak kommt, wo wirklich nur Passwörter drin sind oder fast nur Passwörter. Und das dadurch wesentlich brauchbarer ist. Auch da war so ein bisschen Garbage mit drin, aber eben lange nicht zu viel. So, damit bin ich zumindest mit den Rockuse durch. Ich hätte noch so einen kleinen Bonus, man könnte es auch Rand nennen, mitgebracht, also über Passwortsicherheit, weil das ja gerade so schön zum Thema passt. Und zwar, das habe ich schon vor Jahren gemacht, immer mal wieder geguckt, ob es die noch gibt. Jetzt zugegebenermaßen seit einigen Monaten mal nicht mehr reingeschaut. Es gibt so tolle Seiten, die einem erklären oder sagen wollen, wie sicher ist denn mein Passwort. Ich weiß nicht, ob ihr euch die schon mal angeschaut habt, lohnt sich, weil hat so einen gewissen Unterhaltungseffekt, ne? Und man stellt sich auch Fragen. Also ich habe hier eine Seite gefunden, die Überschrift war dann, wie sicher ist mein Passwort? Ihr seht es von 23, also vom letzten Jahr, jetzt auch nicht so wahnsinnig alt, ne? Und da habe ich mir ein Passwort ausgedacht, das steht für mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neun Planeten. Und einmal die 9 als N geschrieben, ne, für die geschriebene 9, einmal als Ziffer mit der 9. Und wenn ich jetzt die beiden Sachen da einfach mal so mir anschaue und vergleiche, ich weiß nicht, wie die das berechnen. Die Informationsdichte, das andere Merkwürdige, die benötigte Zeit. Also wenn ich diese Zeit nehme, die da in Sekunden steht, und mal gucken, seht ihr das wieder? Nee, muss ich wieder den. Moment, ich mache nochmal den Laserpointer an. Wenn ihr die Sekunden hier nehmt und das mal selber ausrechnet, kommt ihr nicht auf 13 Jahre. Ich glaube, man kommt auf 11 Jahre. Trotzdem sagt er halt eine super Passwortstärke. Und er findet hier denn, je nachdem, welches Wörterbuch man irgendwo mal angegeben hat, am Anfang konnte man da auswählen, irgendwie eine Sprache, sagt er auch, das habe ich im Wörterbuch gefunden und das habe ich im Wörterbuch gefunden und das habe ich im Wörterbuch gefunden. Und das sind alles nur Einzelteile. Also aus meiner Sicht ziemlich unbrauchbar. Und mir ist auch nicht klar, warum das jetzt auf einmal damit so viel mehr wird. Na klar kann man sagen, da ist ja jetzt eine Ziffer drin, die vorher hatte ich gar keine Ziffer drin, aber als Angreifer weiß ich das ja noch gar nicht. Ne? Ob ich dann wirklich Jahrhunderte brauche, ich probiere nicht erst alles ohne Ziffer aus, mit kleinen Großbuchstaben und sage dann, ja, okay, hat nicht geklappt, jetzt fange ich nochmal von vorne an und mache alles mit Ziffern. Also die sind immer mit ja, sehr, sehr zurückhaltend zu bewerten. Ich habe noch eine andere Seite gefunden, die ist ein Passwort-Check aus der Schweiz war das, also das gleiche Passwort genommen. Dort konnte ich dann auch noch Dictionaries angeben, also von den Sprachen her. Das war dann ähnlich. Da hat er was gefunden, einmal Sun als Word, das andere dann nicht. Das waren dann Other Characters. Und auch Berechnungen und Entropien schwierig nachzuvollziehen, wie die darauf kommen. Zumindest kam er darauf, das Passwort ist weak, sagt er mir hier. Ob das wirklich so weak ist, ist eine Frage von Anzahl der Zeichen. Hat wenigstens über 8. Ich habe das hier ohne Wörterbuch gemacht. Ne? Da sagt er zwar immer noch, weak, Moment, was hat er da? Computation Time ist 8 Hours, was hat er eben gehabt? 5 Hours. Also da ist er komischerweise, ne, wenn ich die Wörterbuche nicht angebe, braucht er 3 Stunden länger. Warum auch immer. Also wie die das machen, ist mir auch ein Rätsel. Auch die Entropieberechnung. Er hat zumindest hier natürlich keine Substrings mehr gefunden, weil ich ja kein Wörterbuch angegeben habe. So, und das Ganze habe ich dann auch nochmal mit der 9 gemacht, anstatt mit dem N. Da sagt er wenigstens schon mal 2 Tage. Ja, und der ist immer noch weak. Jetzt hat er die deutsche Version genommen, schwach. Naja. Also auch das immer mit Vorsicht zu genießen. Ich weiß nicht, wen die damit adressieren wollen, wer sich sowas ausdenkt. Und einen habe ich noch. Das war, ich glaube, ich habe PC-Feuerwehr oder so ähnlich hieß das.
Und da sagte mir wenigstens auch schon, mein Passwort ist unsicher. Und wenn ich mal gucke, warum ist das denn unsicher? Ja, ich kriege hier verschiedene Abzüge, ne? Also einmal habe ich hier einen Abzug von 5 bekommen, weil das Passwort nicht mindestens 10 Zeichen lang ist. Es ist nämlich 9 lang. Ja. Nächsten Abzug habe ich bekommen, weil ich keine Ziffern mit da drin hatte, also gleich 20 und so weiter. Also man sieht auch hier keine Sonderzeichen. Dadurch habe ich von 100 Punkten nur noch 55. Und 55 ist natürlich sehr schwach bei denen. Das kann ich aber verbessern, indem ich einfach aus dem Ende eine 9 mache. Dann sagt er, es ist halbwegs sicher. Ich habe nur noch 25 Punkte Abzug, komme also hier auf 75. Ja, da. Und sagt er, ja, das geht ja so einigermaßen. Ich halte von den Dingern nichts. Also weder von den dreien noch von anderen, die ich bis jetzt so gesehen habe. Ne, vertraut solchen Dingern nicht. Man weiß nicht, also auch nicht, was sie mit den eingegebenen Passwörtern machen. Dann diese ganze Berechnung, was liegt dem zugrunde, ist mir absolut ein Rätsel, wird auch nicht weiter erklärt. Damit wäre ich jetzt eigentlich am Ende. Nicht nur eigentlich, damit bin ich am Ende. Und falls noch Fragen sein sollten, gerne. Vor Ort hätte ich jetzt vielleicht noch so eine kleine Live-Demo gemacht. Das ist mir hier jetzt ein bisschen zu riskant, dass wieder der Stream abstürzt. Das hatte ich vorhin schon mal. Ja, dann vielen herzlichen Dank und einen großen Applaus gerne. Danke, danke. Danke für den tiefen Einblick in die Wörterlisten bzw. Dictionaries und den Rant über Passwortsicherheit. Wir haben auch noch Zeit für eine kurze Fragenrunde. Gibt es denn hier im Publikum Fragen? Tom, also ich halte von diesen Passwortprüfprogrammen genauso viel wie du. Was mich aber mal interessieren würde bei deiner Recherche, bei wie viel Prozent bist du denn statt bei Passwörtern bei Passphrases gelandet? Also ein Beispiel zu nehmen, ja, dass man also nicht die Abkürzung da nimmt, das Akronym, sondern wirklich den ganzen Satz mal als Passphrase. Du meinst in den Rockyou Dictionaries, ne? Ja. Da waren ein paar drinne, ne, die so aussahen. Ich meine, klar, mit der Größe kannst du nicht das ganze Ding anschauen. Das ist hilfreicher, wenn man dann den Teil macht, den ich nicht gemacht habe, nämlich zu sagen, nimm mal alles oder füll da mal alles raus, zeig mir mal alles mal an, was zum Beispiel mehr als oder 20 Zeichen oder mehr hat. Ja, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit einer Passphrase doch deutlich größer. Eine 8-Zeichen-Passphrase wird kaum einer haben. Ich habe ein paar gesehen, aber ich kann nicht sagen, wie viele es sind. Das wäre auch nochmal ein interessanter Punkt. Dankeschön. Noch eine schnelle Frage, falls es eine gibt. Ach, darf auch langsam sein. Schauen wir mal. Ansonsten hätte ich noch eine Frage, wenn das okay ist. Und zwar hast du davon gesprochen, dass du ja entsprechend ein MacBook verwendest. Kannst du da irgendwie einen aktuellen Standard geben? Also was da so für Hardware verbaut ist, weil MacBook ist ja Ja, ein bisschen diverser, so nur um ein Gefühl dafür zu bekommen, ja. wie ja, Gerne. zu den Weil das ist, Zeiten. glaube ich, Danke. hierfür wirklich wichtig. Ja, also ich bin noch nicht so lange Mac-User. Ne? Ich war vorher, ganz früher, wie viele anderen auch, auf der Windows-Welt zu Hause. Server seit ich immer schon auf Linux. Und die letzten Jahre dann mit Linux, Pop OS, Linux Mint waren so meine Dinge. Und bin jetzt vor etwas über ein Jahr auf dem MacBook umgestiegen. Und ich habe mir gesagt, wenn ich das schon mache, dann machst du es richtig. Das heißt also, ich habe von der Konfiguration, glaube ich, überall den Haken ganz oben gesetzt, mit einer einzigen Ausnahme. Der hat nur eine 4 Terabyte SSD oder NVMe. Ansonsten Vollausstattung, das heißt, das ist ein MacBook Pro M2 mit 96 GB Hauptspeicher. Und ich glaube, die haben auch geholfen, sonst hätte ich das überhaupt nicht geschafft. Ja, 4 Terabyte NVMe, die jetzt nicht hierfür so ausschlaggebend sind, aber natürlich auch helfen, dass ich überhaupt erstmal die Riesendateien auch mal auspacken kann. Und die sind deswegen wichtig, oder man muss auf externe Datenträger greifen, weil du brauchst ja verschiedene Varianten. Dann habe ich ja das Original, dann mache ich da den ASCII draus, dann mache ich den nächsten da draus und dann habe ich die 155 GB schon mal dreimal.
So, und dann machst du das mit den anderen auch noch und du wirst es ja nicht immer wieder machen, dann machst du ja noch ein ZIP-Archiv, damit du es wieder gebrauchen kannst und ruckzuck hast du einen Terabyte verknallt. Also die Hardware ist wichtig und die ist auch entsprechend gut ausgestattet. Super, danke schön. Richtig wichtig und notwendig. Ansonsten danke dir nochmal und ich glaube, wenn es noch weitere Fragen oder ja genaueren Austauschbedarf gibt, kann man dich gerne wahrscheinlich anschreiben. Super, danke schön. Dann danke und noch einen schönen Nachmittag.